Oberliner der Klasse 12 beschäftigen sich heute mit den Ableitungsregeln und wir kommen auch zu den höheren Ableitungen, und zwar die Ableitungsregeln für ganz rationale Funktionen. Wir haben wieder zwei Vertreter der Klasse, neben mir die Annika und daneben der Noel, die diese ganze Problematik kommentieren. Ich glaube, Noel fängt an. Ja, genau. Also für die Ableitung ganz rationaler Funktionen gelten folgende Ableitungsregeln. Die erste ist die Konstantenregel. F von x ist gleich c, daraus folgt f' von x wird gleich 0. C ist Element der reellen Zahlen. Und zwar die zweite Regel ist die Potenzregel. F von x wird gleich x hoch n, daraus folgt f' von x wird gleich zu n mal x hoch n minus 1. Und da ist n Element der natürlichen Zahlen, außer 0, also 0 wird rausgenommen quasi. Die dritte Faktorregel ist f von x ist gleich a mal x hoch n, daraus folgt f' von x wird gleich a mal n mal x hoch n minus 1. Und dabei ist a Element der reellen Zahlen, n ist Element der natürlichen Zahlen und o ist 0, ist da wieder rausgenommen. Richtig. Ja, du kannst ja die nächste auch noch nehmen. Die vierte Regel ist die Summenregel und da ist f von x gleich a von x plus v von x wird zu f' von x wird gleich zu, ist es ein u? Ja, u von u'. Wird zu u' von x plus u' von x. Ja, warte mal, da hat, glaube ich, unsere Tafelspezialist einen kleinen Fehler gemacht. Das müsste dann hier ein v sein. Aha. V, dort haben wir u und da drüben müsste auch u von x mal v von x. Okay, gut. Und weiter mit der Annika. Genau. Eine ganz rationale Funktion kann also beliebig oft abgeleitet werden. f1 heißt dann die Erstableitung von f, f2 ist die Ableitung von f1 und heißt die zweite Ableitung von f. f3 ist die Ableitung von fn und heißt dritte Ableitung von f. Und f4, da schreiben wir dann wieder eine normale 4, ist die Ableitung von f3 und heißt vierte Ableitung von f. Ja, das Ganze setze ich natürlich fort, meinetwegen bis zur Entenableitung, Annika. Ja. Ich will mal ein kleines Beispiel hier anbringen. Nehmen wir mal an, wir haben eine Funktion f von x gleich x hoch 3 plus 2x Quadrat. Und wir leiten mal so lange ab, bis wir zu 0 kommen. Dann wäre die erste Ableitung f' von x gleich 3x Quadrat plus 4x. Dann die zweite Ableitung, Paul, f2' von x gleich 6x plus 4. Dann hätten wir die vierte Ableitung, schreiben wir so. Das wäre dann einfach nur 6. Und die fünfte Ableitung, f5 gestrichen meinetwegen von x, ist 0. Und kann natürlich sein, wenn der Grad noch höher ist, dann kommen wir vielleicht bis zur 6., 7. und so weiter Ableitung. Wir benötigen allerdings für unsere schriftlichen Arbeiten lediglich 3 Ableitungen. Die brauchen wir, um nämlich später bei Wendepunkten zu arbeiten. Ja, kommen wir nochmal mit drauf. Dann haben wir das gehabt. Ich denke mir, war das verständlich, Annika ja, und Noel? Absolut. Bis hierher. Super. Okay. Thank you.